Willkommen bei Stardew Valley. Willkommen zurück, hier ist Bionalu und Miles TV. So, wir haben auf ein Bild gesehen von Stardew Valley, dass irgendwo noch eine Schädelhöhle offen war. Die war, glaube ich, bei den Bahnschienen hinten, oder? Ne. Wir haben heute extra Glück, perfekt. Oh, Jodie ist da. Mal gucken, was sie will. Aber ich kümmere mich mal kurz um die Ernte, ja? Ja. Ach, sie möchten Forellenbarsch und Armbrot essen. Tut mir leid, Jodie, ich habe dafür keine Zeit. Ich will ein Forellenarsch. Wir wollen in diese schreckliche... Stimmt, ich hatte doch irgendwas, wo ich auch mal zum Abendessen kommen sollte. Das war auch Jodie. Hast du bestimmt verpasst. Ja, hab ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Oh, so wichtig ist die Frau ja nicht. Ah, hol dir mal eine Sense. Unten, unser Kohl ist fertig. Das ist super. Und links auf der Farm ist auch fertig. Ja. Wo denn? Die etwas größere. Ah, Kohl, die. Sind. Einmal ganz links und einmal ganz unten. Deswegen spiele ich Stardew Valley nicht alleine, weil ich könnte pleite gehen. Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, kann man nichts falsch machen. Zumal du ja ständig, wirklich ständig Geld bekommst. Wenn du gar keins mehr hast, kannst du ja Früchte hier und dort holen. Du musst halt nur daran denken, die wieder nachzupflanzen und das mache ich gerade. Ich pflanze noch ein paar Tulpen. Das ist wieder so ein bisschen Proviant. Und die brauchen ja auch nur 6 Tage, deswegen, ich fand die ganz gut. So. Eine bleibt jetzt frei. Ist ja auch egal. Ja. So. Wir können stolz sein auf unseren kleinen Hof. Ich finde, der ist richtig schön geworden. Na ja, übersichtlich, muss ich sagen. Ist das nicht so gut? Ich find's gut. Ein Kuhstall ist ja nicht so viel Milch, dass es sich lohnt, die zu machen. Die Tiere möchten geknuddelt werden. Dann geben sie viel öfter Milch und... Ach, alles. Die mögen es halt, wenn du sie streichelst, dann geben sie öfter Eier, öfter Milch, öfter Wolle. Deswegen, unsere ganzen Tierbabys alle durchkuscheln. Die wollen sich ja richtig wohl geschmust. Naja, ich glaube, normale Tiere, wenn du die jeden Tag antatschen willst, die brauchen jetzt schon ein Stück weit Humor, weil eigentlich mögen Tiere das wahrscheinlich eher nicht so, wenn sie dich nicht gut kennen. Mhm. Aber ich habe auch schon von Tieren gehört, die haben sich gefreut. Die mochten es sehr wohl, gestreichelt zu werden. Gut. Dann werde ich das mal machen, weil ich habe sie ja schon lange nicht mehr gestreichelt. Ja. Besonders unsere Babyschafe müssen das... Aber du hast ja schon ein paar. Ja, ein paar. Ach, die kann man nicht doppelt knuddeln? Nee. Und ich dachte, man kann hier so lange knuddeln, bis sie sagen, ich zieh aus, lass mich in Ruhe. Brauche ich ja nicht mehr. Aber ich war noch nicht bei allen. Oh Gottchen, die wollte ich nicht zweimal streicheln lassen. Okay, ich kann es verstehen. Schlimm genug, wenn euch einer antätschelt. Immer diese Fummelei hier. Das Schaf ist am Wassernapf der Katze. Das findet sie bestimmt auch mal mega mittelmäßig gut. Was ist denn hier der Zaun weg? Was ist denn das hier für ein Stall? Ein Hühnerstall. Ja, später. So, ein Sauhaufen. Ich sammle mal das ganze Zeug hier. Deswegen sind die ständig bei uns auf dem Feld. Okay, wir wollen in die Höhle und wir gehen jetzt in die Höhle. Einverstanden? Ja, gleich. Gott, jetzt bist du wieder so schnell. Wir haben nämlich heute einen guten Tag, habe ich gelesen. Ja, ich muss erstmal was ablegen. Soll ich dir ein bisschen Essen geben? Oh, brauchst nicht.
Ich habe 21 Mal ja? Essen gemacht. Ja, kann. Ich habe 4 Matrosenteller, 3 Melonen und einen würzigen Aal. Ist nicht die Matrosenteller, die sind sehr, sehr gut zum Angeln, aber nicht für die Mine. Okay, komm her, weiße Kiste, 10-mal Omelette. Damit bist du abgesichert. Omelette. Ja. Apropos, ja, Aquarium. Haben wir schon einen Katzenfisch? Nein. Und den Buntbarsch? Nein. Kommst du jetzt, oder? Das Nein. Aquarium ist das Einzige, was noch übrig ist, oder? Ja, es muss die richtige Jahreszeit sein. Ah, okay. Den einen kann man mittwochs bei Krobus manchmal kaufen. Und den anderen muss man im Sommer angeln. Ich glaube, der Katzenfisch war wieder im Sommer verfügbar. Einmal zum Steinbruch? Ja. Super. Ja, Steinbruch von Mina. Steinbruch. Aus Kohle und diesen Erzstückchen kannst du dir Bomben bauen, ne? Mhm. Ich glaube, wir werden ein paar Bomben brauchen. Das geht ganz schön auf die Ausdauer. So, wollen wir? Wohin denn? Was willst du denn? Ah, hier ist noch eine Höhle. Hm. Cool. Vorsicht. Wir haben heute ganz gut Glück. Eigentlich müssen wir gut durchkommen. Die Steine lassen sich wirklich schwer abhacken. Jetzt siehst du auch, wozu man eine Goldhacke und eine Iridiumhacke braucht. Habe ich eine Iridiumhacke? Nein. Haben wir denn genug Iridiumbahn? Und die ist auch sauteuer. Aber durch die neuen Tiere bin ich optimistisch, schaffen wir das. Uns auch hin und wieder mal Iridium zu kaufen und sowas. Also für das besondere Glück finden wir den Durchgang aber sehr, sehr schlecht. Ja, du hast keine Glücksmahlzeit mehr? Nö. Die könnten wir jetzt ziemlich gut gebrauchen. Ich habe auch keine mehr. Das heißt, nächstes Mal wieder Kürbisse anbauen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Labyrinth ist. Ob das mehrere Ebenen hat, bin ich mir gar nicht sicher. Weißt du was? Lass uns mal hier einfach langlaufen, die Monster tot machen. Vielleicht ist es eine Art Labyrinth. Ja, okay. Ich habe nur darüber gelesen, ich war hier noch nicht wirklich drin. Ah, die Dinger, war. Vorsicht. Muss mal kurz was essen. Ah. Muss mal kurz was essen. Ach. Okay, danke. Da bin ich. Oh. Nein, ist die selber. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine zweite Ebene hat. Mich auch nicht. Scheint aber nicht zu sein. Okay, das war gut. Die geben ja nicht ab hier. Wenn wir zwei verschiedene Richtungen schlagen, ist es sogar ziemlich effektiv. Oh ja, sind das einfach Schädel. Die kann er noch nerven. Es gibt doch Essen, was Kämpfen plus macht. Ja, schön, dass du abbrauchst. Es ist effektiver, wenn wir zusammenstehen, aber hau ruhig ab. Ja.
das ist praktischer. Mann, geh da mal drauf. Mann, kommst du mal hier angeflogen hier? War ich gerade auf falschem Monitor? OBS geöffnet? Oh, da bin ich ja. Schwierig sein mit dem Kämpfen, ne? Ja, irgendwie schon. Oh, ich habe mal wieder einen da begrüßt. Darf ich mir die nehmen? Eine goldene Sense, kriegst du die auch? Ja. Damit kriegt man mehr Heu und erntet mehr Sachen, die man mit der Sense ernten kann. Allerdings, wenn du die verlierst, ist die weg. Die kriegst du nie wieder. Wie kann ich die denn verlieren? Indem du drauf gehst? Indem du sie aus Versehen verkaufst? Was weiß ich. Ich dachte, die Dinger kann man nicht verkaufen. Naja, das ist so ein Spezialwerkzeug, das wurde erst später eingeführt. Es ist stärker als eine normale Sense. Ich freue mich. Also einer von uns beiden sollte die mitnehmen und der andere lieber nicht. Falls sie weg ist, ist sie weg. Ich brauche die eh nicht, die bleibt bei mir in der Truhe. Sehr gut. So, ich bin dafür, ich bringe jetzt den Schatz nach Hause. Ja. Ich habe noch ein paar Steine. So, haben wir gut gemacht. Ich bin stolz auf uns. Sehr schön. Super. Ach, wir sind toll. Ich freue mich gerade. Es war ein mega erfolgreicher Tag, nicht wahr? Ja. Sieht gut aus, das Feld. Achtung, Monster kommen schon wieder. Ja, sonst mal kommen. Oh, wir können. Kannst du mich mal kurz beschützen? Da ist so ein Teil. Ach, was mache ich denn da? Nein, das weiß ich auch nicht, was du machst. Ich kann dir da nicht helfen. Ja, ich weiß. Okay, hier ist nichts mehr. Das ist alles hier irgendwie. Na, boah. Blöder Schleim hier. So. Eichenholz fehlt mir noch. Ich kann noch ein paar Fässer machen. Unser Geld vermehrt sich gerade. Ja. Mehr Fässer heißt, wir kriegen innerhalb von kurzer Zeit. Meine Energie ist fast runter, deswegen bin ich jetzt mal im Bett. Das ist okay. Ruh dich mal aus. Ich stelle noch ein bisschen Bier her. Ein bisschen Kaviar. Halt die tollen Sachen. Ja, muss mal lauter reden. Ich stelle ein bisschen Bier her, ein bisschen Kaviar, die tollen Sachen, die wir nachher super verkaufen können. Wir haben jetzt, warte, Fässer mehr. 7. Das heißt, es geht jetzt rapide bergauf. Bedenkt die Zeit. Ist ja noch nicht so spät. Möchtest du deine goldene Sense wieder verlieren? Ich hab die schon weggepackt. Oh. Gut. Bedenkt die Zeit. Ja, sehr gut. Du sagst nochmal. Es wird spät. Ja, also wie ihr seht, Stefan funktioniert genauer und präziser als ein Wecker. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Wow. Also wenn die letzten Tage mal nicht produktiv waren, wir haben jetzt einen Stall voller Tiere. Wir hätten uns bestimmt noch mehr holen können. Mhm. Oh, guck mal. Was denn? Hast du die Nachricht nicht? Nee, aber ich kann ja mal schauen, was steht denn da? Also bei ihr steht, was man bei mir nicht sieht, ein schwarzer Bildschirm mit diesem Textfeld, wo drinne steht. Was steht denn drinne? Letzte Nacht hat das Schwein, Trüffelschwein, ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. Wir haben den ersten selber gezüchteten Schweinchen-Nachwuchs. Das nennen wir Babyschweinchen. Alles, was einen Stachel zwischen den Beinen hat, kann Nachwuchs machen. Babyschweinchen. So. Das lässt doch auch so. Das ist mein erstes Babyschwein. Weißt du, wie selten das ist, dass die teuren Tiere mal
bei mir auf dem Hof Babys gemacht haben, dass sich meine Ziege vermehrt hat, ja, aber dass mein Schwein Nachwuchs hat. Wow, das erlebe ich das erste Mal. Cool. Ja, die Folge fängt, das ist ja schon Folgenende, ne? Ja. Also die nächste Folge wird auch mit ganz viel Freude anfangen. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Bis dann, tschüss.